Flugzeugs aus dem Ersten Weltkrieg. Die E1 Neindecker, man hatte mal früher so gesagt, einen Drahtverhau, ja, die dann also noch fleißig mit Stahlseilen verspannt sind. Im Original ist überliefert in diversen Schriften und Erzählungen, schwierig zu fliegen, nicht einfach, ohne V, mit einem winzigen Seitenruder. Ja, und hier ist das Problem gelöst. Sie sind schon in der Luft. Absolut Drama. Die E1, einmal geflogen vom Gerhard Rhein und dann vom Paolo Severin. Paolo Severin konstruiert diese Flugzeuge in dem Vertrieb von Tony Clark. Und Wolfgang, du hast ein paar Daten zu dem Modell? Ja, mit einer Spannweite von 4,04 Meter, also ist schon richtig groß. Eine Rumpflänge von 2,73, 3 Quadratmeter Flügelfläche, das müssen Sie sich vorstellen, 3 Quadratmeter. Und Gewicht 18 bis 20 Kilo, je nach Ausstattung. Also man sieht schon, hier ist viel Holz und noch mehr Luft verbaut, dann sind sie auch gleich leichter. Ja, ein Wallach-Motor, ein VM120, also 120 Kubikzentimeter. Oder man kann natürlich auch einen Sternmotor einbauen mit 180 Kubikzentimeter. Also wenn man sich das Modell mal am Stand oder dann auch mal im Prospekt anguckt, da kommt man eigentlich aus dem Staunen nicht mehr raus. Weil wirklich, das ist sowas von Scale gemacht. Die ganzen Rippen sind Scale aufgebaut in dieser also es hat ein Edelstahl, Rohrrumpf. Also Frank, das ist wie im Original, ja? Also man nimmt ein Edelstahlrohr und baut wie früher den Rumpf daraus, bespannt den dann entsprechend. Und die Leitwerke ebenfalls auf Edelstahlrohr hartgelötet, sandgestrahlt, also auch entsprechend aufbereitet. Ja, es ist ein Traum. Ja, und dass man damit nicht nur langweilig ineinander fliegen kann, sondern auch Kunstflug machen kann, das zeigt uns hier jetzt der Gerhard in einem ganz großen Looping, den er fliegt. Super, absolut traumhaft. Ganz toll. Aber ob die Jungs sich das im Ersten Weltkrieg auch getraut haben, ich weiß es nicht. Aber es sind auch extrem wendig hier. Ja, da holt der Gerhard wirklich alles aus dem Flugzeug raus, zeigt uns. Na, es fliegt ja nicht nur eine Rolle, oder? Ja, super! Also da sieht man, was die Original nicht geschafft haben im Modellbau. Die Piloten kriegen es hin. Die haben ja im Original auch noch nicht mal Federn. Ja. Die sind ja noch über die sogenannte Flächenverbindung geflogen. Das heißt, da haben Drahtseile außen an den Flächen die Flächen nach oben und unten geflogen. Und das ist natürlich schon, sag ich mal, eine eingeschränkte Manövrierfähigkeit im Vergleich zu den Querrudern, die wir heute haben. Jetzt habe ich mich gerade kundig gemacht, also auch die Modelle haben eben diese Flächenverbindung nachgebaut und realisiert. Also auch diese Modelle werden über Flächenbindung. Jetzt taucht er mit der E1, ich glaube es nicht. Also jetzt aber ja, Beifall. Klasse. Super. Frank, wenn jetzt noch ein Smoker käme, dann wäre ich fertig. Das ist ja unglaublich. Absoluter Wahnsinn. Ja, es ist Zeit, du befliegen kannst. Es ist gigantisch. Also ich würde dem Reinhard hier glatt mal eine Einladung geben, beim nächsten F3AX-Wettbewerb zu fliegen. Ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, die Bauzeit bei so einem Flugzeug, wo die liegt, die muss im Endlosen liegen. Aber wenn man sich diese Detailtreue anguckt und diese, was da alles gemacht wird mit Spannschlössern und mit allem drum und dran, was da gemacht wird, das ist absolut Wahnsinn. Also ich denke, die größte Arbeit fängt dann an, wenn du die ganze Bespannung machen willst, wenn du die ganzen Stahlseile einhängst, die Querruderverbindung,
weil der Rumpf im Edelstahlrohr, die Leitseite im Edelstahlrohr, das ist fertig. Die Filigranarbeit wird dann so der Rest, ja? Also, so, streiche Sätze. Also, Paolo, ich krieg gerade hier, der Souffleur sagt mir gerade ins Ohr, 3,5 Wochen von Baukasten zum Flug fertig. 3,5 Wochen. Die Frage ist, von morgens bis abends? Hat er geschlafen in der Zeit? Ja, ja. Paolo, sondern immer schön abends. So, jetzt sprechen Sie sich gerade ab, sagen, okay, jetzt machen wir noch ein bisschen Formationsflug. Ah, jetzt packt die Fotos aus. Mann, ist das schön. Was mich aber fasziniert, diese Wendigkeit, auch um die Hochachse, über das Seitenruder gesteuert. Dieses kleine, runde, knubbelige Ding da am Heck, ja, wie das dann doch wirkt. Naja, Frank, Ausschlag genügend und dann dreht er sich schon um die Hochachse. Ja, die unterhalten sich gerade und der eine sagt zum Mann, es ist ein bisschen schwierig, hinter dir herzukommen. Also ganz entspannt fliegen, kommunizieren sie miteinander, was machen sie denn, wie fliegen sie hintereinander her? Ja, die Piloten, man sieht schon, das sind schon die Top-Leute hier, ja, auf der FMP-Flugshow. Man sieht aber auch das Grinsen bei denen im Gesicht. Das macht auch Spaß, hier die VKE einzufliegen. Das ist eine schöne Frage. Ja, das ist so der richtige Fliegerkranz, um die Büsche zu schleifen. Ja? Immer so zwischen 2 und 5 Meter, je höher, je niedriger. Das macht Spaß. So, ja, die Vögel haben auch schon hier entdeckt, dass es Flugtag ist. Ja, Jungs, ja, ne, hier, immer achtet auf die Ecken hier. Im Großflug mit dem Piepmann. Ja, wenn die Vögel fliegen, wird das Wetter schöner. Also kommt gleich die Sonne raus. Dann sehen wir das mal so an, oder? Gucken, ob der Vogel auch das Instrumentenflugrating hat, ne? Also man sieht ja, der Vogel fliegt einfach mittendurch zwischen den beiden Fokker E1 Modellen und es stört ihn nicht weiter, er geht einfach auf seine Strecke irgendwo auf Futtersuche. Da sieht man schon, dass Modellflug und Vogelflug gut zusammenpasst. Genau, jetzt kam gerade vom Jürgen, der den Kontakt zum Tower hat, die Anweisung, dass die Modelle landen müssen, weil hinten sich jetzt gerade ein Jet für Linienflug zum Abflug begibt. Und da müssen natürlich die Modelle am Boden sein. Ja, Paolo Severin und Gerhard Rein. Super. Jawohl, er kommt auch rein zur Landung. Jawohl. Paolo muss noch ein bisschen rausrollen. Jawohl. Na, Paolo ist noch in der Luft. So, wie ist's? So, Paolo im Anflug. Ja. Guter Weich, setzt er auf. Ganz toll. Paolo Severin aus Italien. Super. Dankeschön, Gerhard, für diese super, super tolle Vorführung. Ja.